Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Kooperationsvideo. Zum ersten. Ich probiere ja immer alles aus, wobei noch eine Sache von einer älteren Kooperation auch noch ausgetestet werden möchte. Egal. Was ich diesmal verwende. Genau. Alles, was ich mir aus dieser Kooperation rausgesucht habe, ich fange schon wieder durcheinander an, werde ich natürlich wie immer in der Infobox verlinken. Mit dem Rabattcode, der Natat10 ist. Genau, den dürft ihr nicht vergessen. Nicht, weil ich ne, weil ich Provision, ich bekomme keine Provision, ne? Aber ihr könnt damit 10% sparen. Genau, und das ist dann doch schon ein bisschen, wie gesagt, ich nutze den ja auch selber. So, ich habe jetzt einmal dieses Set hier benutzt. Wie gesagt, werde ich auch nochmal alles in der Infobox verlinken. Da ist, ich zeige es nochmal, diese Standschablone dabei. Also, ich liebe ja Globalent. Dann diese. Vor allem, da ist ja immer so viel dabei, das habe ich ja schon beim Unboxing gesagt. Diese, die prägt hier und stanzt hier aus. Dann ein paar Wölkchen. Und diese Regentropfen. Also, ich habe bis auf die Regentropfen habe ich jetzt eigentlich alles genutzt. Wie gesagt, ich liebe es ja, weil man bedenkt, was an den Kartensets oder an diesen Kartensets immer dabei ist. Ne? Alleine dieses Set hier. Ja. Wenn man dann so namenhafte Hersteller eben hat, da zahlt man dafür schon allein für für so ein Teil 15 Euro oder mehr. So. Und dann nicht ordentlich zugeklebt. Dieses Stempelset. Süß, oder? Ich fand die so süß, habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir mal. Und das passt halt irgendwie für mich perfekt hierzu. Und ja, ich schau mal. Ich habe ein paar Beispiele für euch. Die machen wir natürlich auch alle. Ich denke, wir fangen. Wo fange ich denn an? Ich fange mal mit dem an, was ich zuerst gemacht hatte. Das ist diese Karte hier. Genau. Das ist das erste Exemplar. Damit fangen wir an. Ich brauche jetzt erstmal einen Kartenrolling. Der ist 14,5 mal 21 cm groß. Und auf der langen Seite falte ich den bei 10,5, also in der Mitte. Wir haben jetzt schon wieder so viele neue schöne Sachen. Da kann ich kann jetzt schon Asche wieder bestellen. Aber ja, irgendwann ist mein Budget auch aufgebraucht. Dann habe ich hier einen Aufleger. Der ist 14 mal 10 cm und den bearbeite ich mir jetzt noch ein bisschen. Und zwar nehme ich dafür die Farbe Blueprint Sketch. Deswegen auch das Sabbertuch quasi. Gebe ich einfach auf meine Unterlage, bespritze das mit Wasser. Und tütsch jetzt meinen Hintergrund hinein. So dass halt alles ein bisschen bedeckt ist. Klar können auch weiße Flächen drin sein, also, ne? Aber ich möchte größtenteils, dass es bedeckt ist. So, das ist okay. So, das lasse ich jetzt erstmal trocknen. In der Zeit stanzen wir unseren Aufleger aus. Dafür habe ich den hier genommen mit den großen Regentropfen. Und ein Stück Vellum. Wo habe ich es denn? Das ist ebenfalls 10 mal 14 cm groß. Jetzt bringe ich meine Stanzmaschine. Weil die Kartenaufleger, die sind auch etwas größer als unsere normalen Standardkarten. Die sind hier 11 mal 15. Also ein Zentimeter größer als unser Standardmaß. Aber das ist kein Problem. Ich lege mir das einfach so hin. Nehme mir meinen Kartenaufleger. Halt, falsch rum. So, das ist meine andere Platte, weil ich stanze jetzt verkehrt rum. Leg das Vellumstück bündig hier drauf.
und stanzt das. Ihr hört's arbeiten. Also lässt sich super ausstanzen, kann ich absolut nichts bemängeln. Gut, das war jetzt nur Vellum, aber die anderen Sachen lassen sich auch wunderbar ausstanzen. So. Könnte man sogar jetzt für Schüttelkarten nehmen. Könnte man tatsächlich aufheben und für Schüttelkarten nehmen. Ich überlege gerade. Mache ich noch was? Weil ich habe noch andere zwei Projekte vor. Ich habe schon mal für die nächsten vorgearbeitet. Weil ich war heute nur am Ausmalen. So, dann nehme ich das Stück Vellum. Und habe mir eben diese Wolken einmal alle ausgestanzt. Dann habe ich mir ein Hello ausgestanzt, das ist nicht von Globaland. Aber die haben auch Wortstanzen, das weiß ich. Aber wieso brauche ich welche, wenn ich... Ihr wisst schon, ne? Und dann einmal das süße Entchen. Genau. Dann überlege ich jetzt einmal, positioniere ich einmal so ein bisschen. Ich werde das ungefähr so wie meine Prototypkarte machen. So. Ich muss gucken, das Entchen muss ja auch noch mit drauf. Ich denke so. So, die zwei Wolken, die nämlich unter dem Hello sind, die werden nämlich so aufgeklebt. Ah, passt schon. Ich habe nur gerade, weil das Papier hat so ein bisschen Struktur. Der fällt immer um, der Klebehalter. Der möchte gern Klebehalter. So, und auf die hier und auf das Hello muss ich noch 3D-Klebepads drauf machen. Warum ich jetzt aber quasi ein bisschen verkehrt arbeite, weil Vellum, wenn ich jetzt unter dem Vellum, wenn ich das Vellum schon hinkleben würde auf meinen Aufleger, würde man die Klebestellen eben sehen. Und da ist das Problem, deswegen arbeite ich jetzt ein bisschen verkehrt. Damit ich halt dann die Klebestellen unter den Sachen, die ich aufgeklebt habe, verstecken kann. Versteht ihr, was ich meine? Wie gesagt, bei Vellum ist es ja so ein bisschen schwierig, weil eben, ja, wenn man die Klebestellen sonst sieht. So. Ziehe ich mal alles ab. Also ich muss sagen, jetzt haben wir, glaube ich, 17 Uhr, viertel sechs haben wir. Oder 15 Minuten nach 17 Uhr. Ich war da ganz doch wirklich nur an den Projekten gesessen. Aber ich wollte, wie gesagt, ein bisschen was zeigen. Weil ich hatte so viele schöne Ideen und da sieht man leider ein bisschen die Klebeding. Genau, jetzt kann ich dann den Rest aufkleben. So. So. Und das Entchen hat schon 3D-Pads.
Bisschen vorgearbeitet habe ich schon, aber ganz minimal. So. Genau, jetzt kann ich nämlich auf diese Stellen, wo eben das Vellum ist und wo im Endeffekt ja halt was klebt, kann ich das dann so ein bisschen verstecken. Das ist natürlich etwas anstrengend, gerade für die Augen. Aber ich habe dann keine Klebe, was man halt nicht, was man halt sehen könnte, wenn ihr wisst, was ich meine. Halt dieser. So, und dann klebe ich das nämlich. So auf. Genau, sehr schön. Dann schneide ich den Rest ab. Das, was drüber hinaus steht. Und kann dann das einmal aufkleben. Ich habe mich auch diesmal, ne, das hat ja so ein bisschen Farbverlauf, das Wort. Ich habe mich diesmal auch für einen anderen Farbverlauf entschieden. Ich wollte mal wissen, wie es aussieht. Ich finde beide irgendwie cool. Ah, genau, was ich noch vergessen habe. Ich habe aus dem Stempelset, was dabei ist, fällt mir gerade auf, habe ich das einmal embossed. Und das schneide ich jetzt noch aus. Aber nur das Duggy. So, das Just schneide ich eigentlich weg. Ist fast vergessen. Ist ein bisschen schief. Ich bin schon wieder mit dem Kopf beim nächsten Projekt. Das, was ich euch gleich zeigen werde. Auch ein 3D-Pad runter. Jetzt ist fertig. Okay. Wie gesagt, ich finde Enten so süß. So, das war jetzt Projekt 1. Dann machen wir Projekt 2. Und das ist dieses hier. Und da habe ich die passende ATC dazu gebastelt. Ah, ich wollte unbedingt ATCs basteln. Ja, und wir machen jetzt die Karte. Ich sag, die ATC funktioniert vom Prinzip her eigentlich genauso. Dafür nehme ich eben diese Prägestanzschablone. Brauche erstmal wieder einen Kartenrolling. Das sind dieselben Maße. Dann ein Aufleger. Der hat auch ebenfalls 10x14. Brauche ich wieder meine Stanzmaschine. Jetzt muss ich wieder umbauen. Ne, andersrum. So. So. Dass mir das keiner einprägt. Und dann lege ich die einfach hier oben so an. Ich hoffe, man sieht's. Schauen, dass ich einigermaßen gerade bin. Ich lege mir die einfach so an und kurbel das einmal durch. Platten sind auch schon sehr gut gebraucht von mir.
Da ist sie gerade mal 4 Monate alt. Ich bastel einfach zu viel. Ach, ja. So. Und dann schaut es nämlich so aus. Schaut sehr cool aus, finde ich. Genau. Dann bearbeiten wir das Ganze weiter. Dann habe ich hier einmal Gras ausgestanzt, einmal Wolken und einmal Wolken mit als Vellum. Die Wolken in Vellum, die klebe ich mir schon mal auf. Den Himmel und das Gras bearbeite ich mir noch ein bisschen. Ich klebe nicht bis ganz nach unten, weil auch da haben wir wieder das Ding. Man sieht dann den Kleber wieder. Genau. So, wie gesagt, das Gras will ich noch ein bisschen bearbeiten, dass es noch ein bisschen Tiefe bekommt. Farbe ich mir das noch ein bisschen ein. Nee, falscher Finger, Schwamm. Und dann das. So, dann machen wir 3D-Pads drunter. Ich mache die so nah wie möglich oben an den Rand. Weil ich halt dann erstmal gucken kann, wie weit ich das Gras reinragen lassen möchte in mein Bild oder die Wolken. Dass ich dann wirklich so sagen kann, ja, ich kann auch ein wenig runter, ich kann auch ein wenig höher. Weil wenn ich das jetzt hier oben hin machen würde, würde das ja dann, wenn ich das jetzt dann, wie gesagt, hier oben hin machen würde und ich würde das jetzt ganz hoch hinkleben, würde das ja nicht halten, weil ich das ja hier oben hin habe. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin heute wieder Klebbär. So. Na. Da ziehe ich jetzt auch einmal die Schutzschicht ab. Grasstreifen ist recht dünn. Da ist es dann, habe ich dann weniger zum Abschneiden. Aber das war quasi das Gegenstück vom anderen. Also den brauchst du eigentlich gar nicht wegschmeißen, den kannst du eigentlich nehmen. So, und dich positioniere ich so. Alles, was jetzt drüber hinausschaut, schneide ich einmal ab. Und dann hier unten noch. So, dann mache ich hier hinten auch überall mal 3D-Pads drauf. Das Entchen darf ich dann nicht gleich vergessen. Und die Kleine fand die Entchen auch so putzig. Musste ich hier heute ein paar abstempeln. Die hat sie dann ausgemalt, ausgeschnitten. Dann habe ich hier ein buntes Blatt Papier. Das hat die Maße 9,5 x 9,5, dass es halt die Regentropfen bedeckt. Also ziehen wir da die Schutzfolie ab. Hier oben auch nochmal vorsichtshalber.
dann kleben wir das auf. Ziehen wir auch die Schutzfolie ab. Hey, da bleibt da geblieben. Aber mal so ganz unter uns. Ich frage mich immer noch, wie oft, wieso ich so oft eine Kooperation machen darf. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Klebe ich mir jetzt hoffentlich einigermaßen gerade auf, weil jetzt mit doppelseitigem Klebeband ist es etwas schwieriger. Aber ich denke, ich habe es gut hingekriegt. So, dann ist ein Schmetti auch aus dem Set. Ja, ich fand, dass da noch was hin dürfte. Ich wollte aber keine Glitzersteine verwenden, weil ja die Regentropfen da waren oder da sind. Und ja, da, wie gesagt, ist ja einiges dabei in dem Set. So, und dann das Endchen noch. Na. Das kommt dahin. Kein Platz mehr. So, und dann ist die nächste Karte auch schon fertig. Also ich, wie gesagt, ich finde das Set, das passt, also die zwei Sachen passen super zusammen. Und ich bin ja noch an anderen Sachen dran, so ist es nicht. Aber ich glaube heute nicht mehr. So, jetzt machen wir noch eine letzte Karte. Und zwar mit dieser Standschablone. Und die sieht so aus. Da habe ich Glitzerpapier verwendet. Und eine ETC. Ja, der Hintergrund von der ETC ist zwar anders da, aber ich fand die Ente so putziert, dass ich gesagt habe, okay, du verbastelst die jetzt zu einer ETC. Genau. Und die machen wir jetzt auch zusammen. Da brauchen wir ebenfalls wieder einen Kartenrolling. 10,5. So. Dann habe ich Glitzerpapier auf die Maße von 10 x 14 zurechtgeschnitten. Das kann ich mir schon mal aufkleben. Und dann brauche ich das gar nicht mehr suchen. Auf meinem Schreibtisch sieht es wüst aus, so wie immer eigentlich. Eigentlich nichts Neues. Okay. Dann brauchen wir noch einen Aufleger. Den schneide ich bei 9,5 mal 13,5 zurecht. Also einen halben Zentimeter kleiner als mein Glitzerpapier. Und dann machen wir das wie vorhin auch. Ich baue meine Stanzmaschine. Umdrehen. Ich lege mir das hin und lege mir meinen Aufleger an einer, quasi an einer Kante richtig schön gerade an. Weil, wie gesagt, das ja viel größer ist als unsere Standardkarten. Und ich sowieso jetzt ein kleineres Maß habe als, als mein typischer Aufleger. Also ihr seht, lässt sich genial ausstanzen. Das könnte man wieder als Schüttelkarten aufbewahren. Oder für Schüttelkarten. Mal gucken. Ich habe ja noch was vor. Aber erstmal die anderen Dinger dann verbasteln.
weil die Punkte vielleicht noch ein bisschen rauskrieg. Muss zwar nicht alles sein, ne? Unperfekt ist auch perfekt. Aber so die gröbsten darf ich schon raus. So, das kann ich mir auch schon mal aufkleben. Der Kleber ist fast leer. Aber trotzdem wundere ich mich immer noch, wenn man überlegt, wie oft ich jetzt schon kooperieren dürfte und wie lange dann immer allgemein. Also ich bin, da fehlen mir einfach immer nur die Worte. Was anderes kann ich dazu einfach nicht mehr sagen. So. Dann habe ich aus Vellum ein Schatten ausgestanzt und ein Happy. Ist leider auch nicht von Globaland, aber wie gesagt, die haben auch Wortstanzen. Wenn mich nicht täuscht, sogar auch Deutsche. Aber da müsste ich jetzt echt lügen. Ich meine dann letztens Deutsche gesehen zu haben. Aber wenn man halt schon so viel hat und dann sich das ähnelt. Ihr wisst, wie ich es meine. Da haben wir nämlich dasselbe wie ich am Vellum. Da gehe ich jetzt einfach den Buchstaben nach. Schauen wir mal meine Ente, dass da noch genügend Platz ist. Da ist okay. Und dann brauche ich noch das Day. Die muss ich noch ausstanzen, weil die Buchstaben sind winzig. Ja, jetzt habe ich erstmal die Buchstaben suchen müssen. Ah, vor lauter Chaos am Schreibtisch hier. Ich habe gedacht, ich habe sie schon wieder in meine Kiste sortiert. Dann habe ich sie nicht gefunden. Dann ist mir eingefallen, die hast du da irgendwo am Schreibtisch hingelegt, weil du sie ja brauchst, weil die sehr so winzig sind. Wolltest du sie ja dann später ausstanzen. Dann habe ich sie aber nicht mehr gefunden. Naja, jetzt habe ich sie gefunden. Ich habe sie auch schon mal ausgestanzt. Und dann das Entchen noch. Und dann wäre die letzte Karte auch schon fertig. Ja, also ihr seht, ich habe heute allerhand gemacht. Auch wenn das irgendwie so wenig rüberkommt, aber ich war dennoch hoffentlich fleißig. Halt. Na, wie gesagt, kein Platz hier am Schreibtisch. Ja. Also ich finde diese Regentropfen richtig cool. Standen, wie gesagt, auch schon länger auf meiner Wunschliste. Aber ich suche ja mir Sachen raus, wo ich mir so ein bisschen schon im Vorfeld, wo ich sagen kann, dass ich, ne, dass ich was draus machen kann, wisst ihr, wie ich meine. So, ich sag danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund. Bye, bye.